Hallo zusammen. Ich klatsche in die Hände, weil ich jetzt endlich meine Aufgebrauchtüte wegschmeißen darf. Die liegt schon seit, ich weiß nicht, Ewigkeiten und drei Tage in der alten Wohnung und ich habe sie doch glatt mitgenommen in die neue Wohnung. Und ich möchte die euch jetzt endlich zeigen. Ich möchte gerne jetzt, ich bräuchte jetzt einen zweiten Behälter, wo ich den ganzen Müll reinschmeißen kann. Ich habe hier noch ein paar Kartons liegen. Schmeißen wir mal da rein. So, also beginnen wir. Und zwar habe ich aufgebraucht dieses Body Scrub. Body Scrub Spa Indulgence Sweet Lavender. Ich bin ja so ein Liebhaber von Lavendel. Ich liebe Lavendel. Und das habe ich gekauft im Action in Holland. Und ich habe die Packung gesehen und ich habe nur dieses Lila gesehen und dann habe ich gesehen Lavendel und habe gedacht, das musst du mitnehmen. Und tatsächlich, ich fand es richtig, richtig gut. Es duftet nach Lavendel immer noch. Da sind 1000 Gramm drin. Ich kann das auf jeden Fall empfehlen, weil es sehr schön gepeelt hat. Und der Duft war einfach sehr, sehr schön. Die Pflege danach war auch sehr gut, weil das Ganze ja mit ätherischen Ölen noch versetzt ist. Und würde ich auf jeden Fall immer wieder nachkaufen, wenn ich demnächst mal wieder beim Action bin. Dann habe ich aufgebraucht. Und das, ja, was soll ich sagen, darüber bin ich super traurig. Es ist nämlich von Rituals und ich liebe Rituals. Ich liebe alle Sachen von Rituals, weil die unheimlich gut riechen. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber diese Düfte, die bekommst du nirgendwo in keiner Pflegecreme. Diesen speziellen Düfte, die einen schon... ja, die einen schon süchtig machen, kann man so sagen. Das ist das Honey Touch Body Cream. Da sind, wie viel sind da drin? 200 Milliliter drin und ich bin da sehr, sehr sparsam mit umgegangen. Ja, weil ich einfach sehr, sehr lange was davon haben wollte. Und oh, es riecht immer noch traumhaft. Immer wieder ein Nachkaufprodukt, immer wieder. So, dann habe ich aufgebraucht diese Tuchmasken von It Works. 1, 2, 3. Da sind jeweils 4 Stück drin und ich nutze sie immer wieder gerne, weil sie ein, ja, weil sie ein richtig, richtig tolles Hautgefühl hinterlassen, ja, nach der Behandlung und auch am nächsten Tag und in den Tagen danach, weil diese Tuchmasken ja einfach die Haut mit richtig richtig viel Feuchtigkeit versorgen und das merkt man richtig. Und ja, wenn du die Tuchmasken dann abgenommen hast, dann kannst du wirklich am nächsten Tag feststellen, du siehst einfach frischer aus und ja, du siehst frischer aus, rosiger, die Haut ist nicht mehr so fahl und ich, immer wieder. Gut, würde ich auf jeden Fall immer wieder nachkaufen. Ich habe auch welche in Reserve und ja, dann haben wir die hier aufgebraucht. Und zwar ist das für meine Kinder die Sundance Kids Sonnencreme, nein, Sonnenspray. Die Kinder nutzen das im Kindergarten, da haben wir immer eine Flasche stehen und cremen, ja, cremen die Kinder dann ein. Und bei dem hier finde ich das sehr schön, das hat so einen Sprühspender, Sprühkopf. Und es lässt sich wirklich sehr, sehr schön auf die Haut verteilen und das ist auch wasserfest und ohne Duftstoffe. Und meine Kinder mochten das auch sehr gerne.
Dann habe ich aufgebraucht meine Lieblinge, Balea Rasiergele. Ich nutze die immer, kaufe sie immer nach. Hier einmal in Coconut Kiss und dann einmal in Oriental Flower. Und also ich komme mit denen sehr gut klar und würde ich mir immer, immer wieder nachkaufen. Bei mir bringt das überhaupt nichts. Also bei mir bringt das wirklich gar nichts. Ich trage es auch. Es hat nur eine halbe Stunde gedauert, dieses frische Gefühl. Und dann hätte ich das Bedürfnis gehabt, nochmal drüber zu gehen. Bei mir hat das überhaupt nichts gebracht. Vielleicht kommen andere besser damit klar. Aber meine Haut, für meine Haut ist das nichts. Das haben wir aufgebraucht, beziehungsweise meine Kinder von Schwarzkopf, die Schauma Kids Shampoo und Balsam. Hier muss ich sagen, ich fand es wirklich sehr gut, meine Kinder auch, vom Duft her und auch von der Kennbarkeit hinterher war es sehr gut. Die Haare ließen sich leichter durchkämmen und ich würde es auf jeden Fall nochmal nachkaufen, weil das einfach funktioniert hat. Sweet Wonderland von Balea, das ist eine Limited Edition. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber das riecht wirklich sehr, sehr schön. Sehr schön, also mit Vanille und Rosenduft. Diese Mischung mag ich sehr gerne, mochte ich sehr gerne. Habe ich noch ein Backup von und es ist einfach ein Duschgel, Pflegewirkung, hier steht Dusche und Creme, Pflegewirkung. Da würde ich jetzt nicht sagen, es hat gepflegt, aber es hat sauber gemacht. Dann aufgebraucht, eines meiner Lieblingsduschgele vom Duft her und auch von der Wirkung, was die Sauberkeit betrifft, Liebe. Es ist einfach ein ganz toller Urlaubsduft und ich habe es sehr, sehr gerne benutzt. Das ist eine Limited Edition. Wer die noch haben will, sollte, sollte da mal zugreifen und sich ein Backup anlegen. Und einfach aus dem Grund, das ist jetzt hier Kokos- und Frangipani-Duft. Ich liebe auch Frangipani. Und es ist so im Winter, wenn du, wenn man in diese kalte Jahreszeit kommt, dann tut es doch auch mal gut mit einem Sommerduft zu duschen. Einfach um die Laune so ein bisschen zu heben. Dann da von L'Oreal Evital das Öl Magique Nährpflege-Shampoo für trockenes und stumpfes Haar. Habe ich auch sehr, sehr gerne benutzt, weil ich habe gemerkt, dass es meinem Haar sehr gut tut und dass die Haare im Vergleich zu anderen Shampoos sehr seidig waren. Man konnte so mit den Händen schön durch die Haare gehen und ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Was steht hier? Verwandeln trockene Längen in wunderschönes, fließendes Haar. Aufgebraucht. Von Impuls. Das habe ich schon in meiner Jugend benutzt. Also das gibt es ja schon ewig und drei Tage. Vanilla Kisses. Riecht wunderbar. Ist da noch was drin? Ja, ein bisschen. Nee. Ja. Riecht wunderbar nach Vanille und würde ich auch immer wieder nachkaufen. Handseife von Isana. Auch eine Limited Edition mit Kokos und exotischem Lychee-Duft. Ja, roch sehr süß und also bei Seife ist es mir ehrlich gesagt egal. Hauptsache, sie macht sauber. Dann haben wir aufgebraucht das Baby Dream Gute Nacht Bad. Und das ist mit einem Lavendel natürlich und Kamilleduft. Ja, da kommt die Kamille mehr raus als Lavendel. Aber trotzdem haben wir das gerne benutzt für unseren Babypool. Wir haben ja keine Badewanne gehabt, sondern haben extra für unsere Kinder ein
aufblasbaren Babypool besorgt. Ja, damit sie auch so ein bisschen Badevergnügen haben und nicht nur ständig duschen müssen. Und darüber bin ich auch sehr, sehr traurig, dass es alle ist. Und zwar das Kodali Divine Oil. Ein Körperöl, und das ist so toll. Das kommt in so einem Glasfläschchen und das riecht wunderbar. Das ist ein etwas schwererer Duft. Pflegt auch nicht unbedingt sehr reichhaltig. Also ist eher ein Sommeröl und ich habe es unheimlich gerne gemocht, weil der Duft sehr, sehr lange auf der Haut bleibt. Und ich, ja, also das kaufe ich mir auf jeden Fall nochmal nach. Ich habe ich noch eine kleine Flasche oder habe ich die auch gebraucht? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, wenn ich sie nicht mehr habe, dann kaufe ich sie mir nach, definitiv. Dann habe ich aufgebraucht von Yves Rocher Yellow Peach Eau de Toilette. Das habe ich benutzt für tatsächlich für die Toilette, beziehungsweise für ja, als Duftspray. Ne? Also wenn man ein großes Geschäft gemacht hat, dann riecht es natürlich nicht unbedingt angenehm im Bad oder im WC. Und da habe ich, oder haben wir, das einfach als, ja, als Duftspray benutzt. Boah, im Moment riecht es nicht mehr so gut, weil es nämlich gekippt ist und es ist, boah, es ist gekippt, aber als es nicht gekippt war, dann hat es sehr, sehr gut gerochen. Würde ich mir aber nicht nochmal nachkaufen. Boah, der Duft. Dann habe ich aufgebraucht, auch wieder das Elvital Eau Magique Nährpflegespülung für trockenes und stumpfes Haar. Geht der Duft nicht mehr weg. Ja, das ist auch ein ganz schöner Duft hier. Mochte ich auch sehr gerne und hat mein Haar gepflegt. Und würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Der Cleanser von It Works. Das ist ein Waschgel auf pflanzlicher Basis und das ist ein Cleanser, den ich unheimlich gerne mag und ständig benutze, weil er einfach seifenfrei ist. Ich habe immer noch den Duft von diesem Yves Rocher Dinge. Ja. Ja, der Cleanser, also ich kann das unbedingt weiterempfehlen, weil er einfach seifenfrei ist und er nimmt wirklich alles runter. Das ganze Make-up und Augen-Make-up. Man kann da auch über die Augen mitgehen. Und ja, ich habe bis jetzt noch nie ein Waschgel gehabt, das so gut gereinigt hat wie dieses hier. Das habe ich immer in Verwendung und ja, das steht auch schon in meinem Badschränkchen. Ah, da sind sie. Da sind sie. Ah, okay. Ich habe euch die Tuchmasken gezeigt von Facials. Das ist jetzt die Umverpackung und da sind 4 Stück drin von diesen Dingern. Also die sind nochmal einzeln verpackt, die Tuchmasken. Und ja. Da 2 habe ich mir aufbewahrt zum Zeigen, alle anderen habe ich schon weggeschmissen. Dann habe ich aufgebraucht eine Packung, beziehungsweise mehrere Packungen, aber eine habe ich da behalten zum Vorzeigen. Das ist noch die alte Verpackung, das sind Body Wraps. Straffen, glätten und festigen die Haut. Das heißt, wenn man Zellulite hat oder einfach schlaffe Haut, zum Beispiel nach Schwangerschaften und so, dann legt man sich ein Bodywrap drauf. Der tolle Nebeneffekt ist, dass man auch eine Umfangreduzierung merken kann. Und ja,
Also immer wieder ein Nachkaufprodukt. Da kann man auch sehen, welche Problemton man damit behandeln kann. Wahre Schätze von Garnier. Das ist eine Spülung mit Arganöl und Kameliaöl. Ich fand das sehr gut. Hoppala. Das kam mir dann Spritzer entgegen. Schmecken tut es nicht, aber es pflegt sehr schön. Die Haut wird sehr weich und geschmeidig. Vom Duft her auch sehr, sehr schön. Und wenn ich das jetzt vergleichen würde mit dem El Vital Öl Magique, würde ich dann doch eher das Öl Magique bevorzugen, weil ich einfach gemerkt habe, dass es mehr Pflege verleiht als dieses hier, und von daher würde ich es nicht unbedingt nachkaufen. Aber es ist nicht schlecht, das Produkt. Dann habe ich einmal aufgebraucht diese Badekristalle, da wir jetzt eine Badewanne haben in der neuen Wohnung. Ja, einmal Gelenke und Muskelwohl mit Annika und einmal Glücksklee und Sternfrucht. Beide kann man empfehlen, wenn man nicht so sehr auf Badeschaum steht. Also sie schäumen nicht sonderlich viel, was ich aber sehr schade finde, weil ich finde, ein Bad, dazu gehört einfach sehr viel Schaum. Und ich muss sagen, von der Wirkung her hier, Gelenke und Muskelwohl, fand ich es wirklich sehr, sehr gut. Die habe ich nämlich angewendet. Direkt nach diesem schweren Umzug, wo ich dann starke Muskelschmerzen und ja, starken Muskelkater hatte. Und da hat man wirklich richtig gemerkt, dass der die Muskeln einfach, wie soll ich sagen, gelockert hat. Und das würde ich mir immer wieder nachkaufen und als Backup halten, falls es mal wieder zum Muskelkater kommt. Ja, und das hier, ja, das ist ein reines Duftvergnügen. Ich finde, es riecht nach Apfel. Und ja, das fand ich okay, aber das fand ich besser. Und zu guter Letzt habe ich hier noch ein Nahrungsergänzungsmittel, was ich sehr, sehr gut finde. Das hat mir eine Freundin empfohlen, und sie sagte mir: Dani, probier das mal aus, wenn du Probleme mit dem Darm hast. Mit dem Darm. Probleme mit dem Darm hatte ich gehabt, als ich damals ja Diät gemacht habe, zu viel Protein genommen habe, Proteineiweiß. Es hilft einfach bei der Abnahme und ja, einfach um den Darmhaushalt wieder zu regulieren. Und es hat wirklich sehr, sehr gut geholfen, muss ich sagen. Es schmeckt auch sehr gut. Das ist so abgepackt in kleine Tütchen, und in diesen Tütchen befinden sich dann diese Papaya-Frucht. Wer also seinen Darm mal so richtig auf Vordermann bringen möchte, kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Ja, man merkt einfach, dass der Darm besser arbeitet, schon nach kurzer Zeit. Und man merkt auch, man fühlt sich einfach wohler. Wenn der Darm sich wohl fühlt, dann fühlt sich dein ganzer Körper wohl. Und von daher absolute Empfehlung. Wow! So, die Tüte ist leer. Das war jetzt mein aufgebrauchtes Video. Und mein erstes. Und ja, das ist ganz schön interessant, was man da so alles ansammelt in den Monaten. War mir gar nicht mehr so bewusst. Und das kann jetzt alles in den gelben Sack, und ich bin froh drum, weil ich, wie gesagt, es von einer Wohnung zur anderen Wohnung mitgeschleppt habe. Okay, das war's.
Bis dann. Tschüss.